mit der Trophäe in der Hand. Wie fühlt sie sich denn an, diese Lennart Jonsson-Trophäe? Ja, so unglaublich ist geleistet. Die erste österreichische Mannschaft, die den Europacup gewonnen hat, wenn es die U19 ist, aber ist trotzdem, glaube ich, eine Riesenleistung. Was war denn das Erfolgsgeheimnis des FC Salzburg in dieser Youth League-Saison? Ich glaube, es war unser Angriffspressing. Das waren die meisten Mannschaften überhaupt nicht gewohnt. Die haben das noch nie so aggressiv erlebt, glaube ich. Und der unglaubliche Wille in der Mannschaft, weil wir waren im Halbfinale und im Finale 1 und hinten zur Halbzeit. Und das Spiel dreht immer mit Tore von Einwechselspielern. Also ich glaube, das war der Schlüssel zum Erfolg.